Hallo und willkommen zurück zu Legend of Heroes Trails of Cold Steel, wo wir heute ein bisschen Motorrad fahren wollen, schätze ich mal. Aber ich hatte gedacht, dass es hier Motorrad mit Beiwagen ist, aber das sieht ja nicht so aus. Na, da bist du ja. Hallo Rian, danke, dass du gekommen bist. Oh, hallo Toa. Was machst du denn hier? Ja, ich brauchte ein bisschen Pause von der Arbeit. Deshalb bin ich hierher gekommen, um George und Angie ein bisschen zu helfen. So rein freizeittechnisch einfach mal Zeit einfach so verbringen, geht bei Toa gar nicht, ne? Sie muss immer irgendwie jemandem helfen, irgendwas tun. Das ist aber auch, glaube ich, ihr Wunsch. Also das. Sie sieht das gar nicht so als Zwang an oder so, sie ist einfach so. Ja, wir haben sie gebeten, herzukommen, damit sie uns mit der Anfrage aushelfen kann, die wir dir geschickt haben. Ach, sie arbeitet auch an dem Motorrad? Ja. Und die Anfrage ist ziemlich ähnlich wie die letztes Mal. Aber es gibt da einen Unterschied. Dieses Mal möchte ich, dass du gemeinsam mit Toa fährst. Toa an meiner Seite? Meinst du hinter mir? Ja, am besten ist es wohl, ich zeige dir, was wir meinen. Ich schätze, es ist Zeit für die große Enthüllung. Ah, das sah aber eben anders aus. Unter der Plane. Beeindruckend, oder? Wir nennen das hier einen Beiwagen. Genauso wie das Rad selbst ist es ein Prototyp vom Rohr-Institut der Technologie. Also das Gegenstück zum MIT wahrscheinlich. Ja, und George hat es dann noch ein bisschen veredelt. Wie du dir wahrscheinlich denken kannst, aber der Beiwagen sorgt dafür, dass andere Leute mit dir mitfahren können. Obwohl es dem Fahren in einem Sphäroauto näher kommt, als es dem Motorradfahren entspricht. Also es ist eher ein bisschen wie Autofahren als Motorradfahren. Oh, das ist ja sehr interessant. Also möchtest du, dass ich eine Testfahrt unternehme, während Toa im Beiwagen sitzt? Wenn er das schon so fragt, dann kommt es jetzt andersrum, oder? Ah ne, doch. Okay. Das bedeutet aber auch, du trägst die Verantwortung für mich, Rian. Versuch bitte keinen Unfall zu bauen. Ja, ich sorge schon dafür, dass alles ganz reibungslos über die Bühne geht. Und mach dir deswegen keine Sorgen. George und ich haben schon die nötigen Sicherheitstests durchgeführt. Der Ziel dieses Tests ist es, einen anderen Blick auf die Sache zu bekommen, genau wie letztes Mal. Das stimmt. Und gib uns bitte genauso viel Feedback, wie du kannst. Das gilt natürlich auch für dich, Toa. Okay. Also habt ihr beide Zeit zu fahren? Ja, wir hatten Zeit für die ganze Erklärung, also haben wir jetzt auch Zeit zu fahren. Tut mir leid, Rian. Ich halte dich immer beschäftigt oder ich habe immer was für dich zu tun. Ja, aber Motorradfahren, das zähle ich mal zu Freizeit, ne? Ach, mach dir deswegen keine Sorgen. Wie ist es denn bei dir? Hast du denn Zeit?
Gestern schienst du ja auch noch sehr beschäftigt zu sein. Ach, danke, dass du dir deswegen Gedanken machst. Aber es ist schon okay. Die schlimmsten Arbeiten habe ich gestern bereits erledigt. Also habe ich heute tatsächlich ein wenig Freizeit. Wie du siehst, George und ich sind jederzeit bereit, wenn du es bist. Wir richten uns heute nach deinem Terminkalender. Okay, dann starten wir das Testen. Okay, dann richten wir mal alles ein. Wir machen das auf der nahen Landstraße, oder? Ja, auf derselben, auf der auch Rian das letzte Mal getestet hat. Also, wie fühlt es sich in dem Beiwagen an, Toa? Ja, es ist aufregend, aber ich bin natürlich auch ein bisschen nervös. Aber ich weiß ja, dass Rian fährt. Das erleichtert die Sache. Oh, danke. Oh, Toa, bitte sage hier keine Sachen, die mich neidisch werden lassen. Jetzt habe ich keine andere Wahl, als Rian nach Hause zu schicken und selbst zu fahren. Tut mir leid, dass ich dich hier unterbrechen muss, Angie, aber das geht nicht. Denk dran, wir haben diese beiden aus gutem Grund ausgewählt. Also dieselben Tests wie letztes Mal, richtig? Losfahren, Gänge wechseln und bremsen. Verändert der Beiwagen überhaupt derartige Sachen? Ja, in der Tat. Die Hauptveränderungen sind die Gewichtsvergrößerung und ein verlagerter Schwerpunkt. Diese beiden Dinge werden einen großen Einfluss haben, wie sich das Rad manövrieren lässt. Ich empfehle dir, das als ganz neue Erfahrung anzugehen, denn so genau wird es sich auch anfühlen. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Was muss ich denn machen? Also, wenn das, wenn der Beiwagen angehängt ist, dann zieht das Rad ein bisschen in die Richtung, während du beschleunigst. Und wenn du abbremst, dann gehst du genau in die andere Richtung. Und dadurch verändern sich die Sachen ein wenig für die Tests. Wenn du losfährst, wird sich der Lenker nach links bewegen. Also musst du ihn leicht nach rechts drücken, um das auszugleichen. Als nächstes, wenn du die Gänge wechselst, dann musst du den Lenker ein wenig nach links drücken, wenn du die Kupplung loslässt. Muss mir alles merken hier. Also losfahren rechts. Das kann man sich auch ganz gut merken, weil es ja logisch ist. Und dann beim Loslassen der Kupplung nach links. Das gleiche gilt, wenn du sie anhältst oder es anhältst, das Motorrad. Aber das zusätzliche Gewicht bedeutet, dass es auch schwerer zum Stehen zu bekommen ist. Also bremst früher, als du es das letzte Mal gemacht hast. Ja, mache ich. Sind ja ganz neue Regeln. Ja, in der Tat. Aber du solltest klarkommen, wenn du gut zugehört. Nein, wenn du
wenn du gut darauf acht gibst, was du tust. Mein Rat für dich, Toa, ist, Rin zu vertrauen und dich selbst einfach nur auf die Freude am Fahren zu konzentrieren. Ich denke, du wirst eine wunderbare Zeit haben, wenn du es so machst. Ja, dem stimme ich zu. Das sollte auch Rin helfen, motiviert zu sein. Wieso das? Nun, wenn ich drüber nachdenke, es wird mir Spaß machen, wenn ich weiß, dass du Spaß hast. Und ich möchte halt keine Fehler machen, um dir den Spaß zu verderben. Ah, das ist so süß. Naja, dann hoffe ich mal, dass diese Tour hier für uns beide Freude sein wird. Ja, das hoffe ich auch. Okay, ich schmeiß mal den Motor an. Das ist alles so aufregend. Okay, mach dich bereit. Angelika hat ja gesagt, ich soll den Lenker ein bisschen bewegen, wenn ich losfahre, oder? Ja, und zwar nach rechts. So, da wären wir. Ich musste gerade mal eben Tonkontrolle machen. Puh, bin froh, dass ich das richtig gemacht habe. Ja, das war schön sachte. Und da sind sie weg. Ja, wird bestimmt Spaß machen, sich nachher mit ihnen zu unterhalten. Also, wie ist es? Fühlt es sich anders an, als wenn du alleine fährst? Ja, auf jeden Fall. Angelika hat schon recht gehabt, wenn sie sagt, das Handhaben der Maschine läuft ganz anders. Und das ist hier nicht die einzige Sache. Sag mal, im Hintergrund ist das der Valflame Palace, fahren wir gerade nach Heimdall, oder? Der Vermilion. Nee, Valflame Palace. Nee, okay. Und das ist nicht das Einzige. Und was denn noch? Nichts. Ich habe nur an was anderes gedacht. Ich sollte dir wahrscheinlich nicht verraten, dass die Aufregung, sie als Beifahrerin dabei zu haben, größer ist als die Hürde, mit Beiwagen zu fahren. Okay, wir haben uns jetzt beide an die Geschwindigkeit gewöhnt. Bist du bereit, dass wir ein bisschen schneller fahren? Ja klar. Okay, dann wechseln wir mal die Gänge. In welche Richtung soll ich noch den Lenker bewegen, wenn ich die Gänge wechsle? Nach links, Rin. Slightly to the left. Also erst Kupplung kommen lassen, dann den Lenker leicht nach links bewegen. Perfekt. Oh, das ist sehr gut gelaufen. Danke für das Ermutigen. Ach, sei doch nicht lächerlich. Ich sitze doch hier nur rum. Fühlt sich wirklich gut an, oder? Und die Aussicht ist auch toll. Es ist eine erfrischendere Erfahrung, als ich erwartet hatte. Oh, dass du hier bei mir bist, macht es noch spaßiger.
Oh, danke. Okay, dann sind wir wohl durch. Zeit für uns umzudrehen. Also werde ich ein bisschen langsamer werden. Okidoki. Klingt so, als wären wir bereit für den finalen Test. Angelika sagte, dass das extra Gewicht des Beiwagens bedeutet, dass ich anders bremsen soll. Was musste ich nochmal tun? Früher bremsen. Das Gefährt braucht jetzt länger, um zu stehen zu kommen. Also sollte ich eher anfangen zu bremsen. So, das wär's. Wir haben genau am richtigen Punkt angehalten. Ich wusste, du schaffst es. Danke, Rian. Ich hatte so viel Spaß. Und wir müssen ja auch noch den Rückweg machen, auf den ich mich freuen kann. Ja, das freut mich zu hören. Warum machen wir nicht ein wenig Pause, bevor wir zurückfahren? Klingt gut. Okay, Thor hat doch tatsächlich mal Möglichkeit, sich zu entspannen und nicht an die Arbeit zu denken. Das freut mich. Scheint so, als wären die Dinge gut gelaufen für euch beide. Ich bin beeindruckt, dass du auch mit der veränderten Konfiguration des Rades so gut klargekommen bist. Ach bitte, nachher werde ich noch rot. Wir wissen auch deine Hilfe zu schätzen, Toa. Du hast wirklich eine gute Zeit gehabt, oder? Ja, tatsächlich. Es war viel einfacher, einfach zurückgelehnt dazusitzen und Spaß zu haben. Aber alles nur dank Rian. Ach, gar nicht. Die Tatsache, dass du mir vertraut hast und in der Lage warst, einfach die Fahrt zu genießen, hat mir geholfen, mich auf einen guten Job zu konzentrieren. Ach, ich vertraue dir doch immer. Also war heute gar nichts Besonderes. Aber es ist trotzdem nett, dass du das gesagt hast. Mir blutet die Seele dabei, wenn ich sage, aber ihr beiden gebt ein gutes Paar ab. Das finde ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ja, ich wollte gerade dasselbe sagen. Also ich denke, wir geben vielleicht ein gutes Arbeitsteam ab oder so. Okay, damit wäre der Test dann wohl verendet. Ja genau, beendet. Und vorbei und beendet sagen. Ja, dann gehen wir mal zurück zum Workshop. In George Garagenbude. Danke euch beiden für die großartigen Daten. Euer Feedback wird sich noch als nützlich erweisen, wenn ich das Rad weiter tune. Ja, freut mich immer, wenn ich helfen kann. Du hast vor, die Daten in den Computer einzugeben, oder? Genau, im Hintergrund kann man es jetzt auch sehen, am Fenster. Da hat ja auch George einen Computer. Nicht so einen modernen Laptop wie Millium. Denn da wurde ich nochmal darauf hingewiesen in der Folge, also entweder war es 86 oder 87, die habe ich ja geteilt, also Milliums Eskapaden. Da ist Sorg aufgefallen, dass da ein Laptop in ihrem Regal steht. Und es gibt ja Computer, man sieht ja, George hatte auch einen, die sind aber, glaube ich, hauptsächlich zum Informationsaustausch, also nicht für Videospiele. Nein, und auch nicht so, wie wir die Computer hier heute benutzen. Aber es gibt ja dieses Sphero-Net, was da, also diese
Naja, auf jeden Fall diese Information zu übertragen, was halt dem heutigen Internet entspricht, was jetzt so gerade anfängt. Aber für Milion bedeutet das ja auch, wer hat schon sonst so einen Computer? Den muss sie also extra bekommen haben und vielleicht bekommt Milion ja so auch irgendwelche Anweisungen oder kann Bericht erstatten, was hier so alles vor sich geht. Möchtest du, dass ich dir helfe, das alles zu organisieren? Ach wirklich? Das wäre eine große Hilfe, aber bist du sicher, dass du Zeit dafür hast? Bist du denn nicht beschäftigt mit deinen Vorbereitungen für die Handelskonferenz? Ach, da macht sie auch noch Vorbereitung. Warte. Toa geht zur Handelskonferenz? Oh, oh. Sollen wir schon mal einen Kranz bestellen? Oh, richtig. Ich habe dir das ja noch gar nicht gesagt, oder? In Wahrheit hat die kaiserliche Regierung verlangt, dass ich mitgehe, um den Hauptakteuren zur Hand zu gehen. Und deshalb werde ich nach Crossbill fahren, zur Handelskonferenz, um der ganzen Gefolgschaft zu assistieren. Die Entourage begleitet doch den Repräsentanten des Kaiserreiches während des Meetings, oder? Das ist ja übrigens auch heute immer noch so, dass wenn irgendwelche Minister oder Präsidenten oder so irgendwo hinreisen, dann gibt es immer so eine ganze Gefolgschaft dabei, wo dann eben auch noch so andere Dinge besprochen werden. Also oft fliegen ja 50 oder 100 Leute noch so mit und das sind ja nicht alles Sekretärinnen oder Terminplaner oder sonst irgendwas, sondern das sind, oder Dolmetscher, sondern das sind eben auch Leute, die vielleicht Fragen der Wirtschaft durchgehen wollen oder andere wollen dann noch Kultursachen besprechen. Das macht ja nicht alles der Hauptverantwortliche alleine. Und du wirst denen assistieren? Ja, es ist hauptsächlich natürlich Papierkram und Terminkalender, schätze ich mal. Ich denke, ich werde keine große Hilfe sein, um ehrlich zu sein. Ja, immer wieder am Tiefstapeln, die Toa. Aber die Regierung hat gefragt, also Toa bekommt jede Menge Jobangebote aus dem ganzen Land in letzter Zeit. Jeder wartet nur auf ihren Abschluss. Ja, da ist wahrscheinlich jeder Arbeitgeber froh, wenn er Toa bekommen kann. Die Handelskonferenz-Einladung ist ein Bonbönchen, um ihr die Sache schmackhaft zu machen. Unglaublich. Heißt das, du willst vielleicht für die Regierung arbeiten, anstatt für das Militär? Oh, das habe ich immer noch nicht entschieden. Ich mache das jetzt erstmal, um meinen Horizont zu erweitern. Ja, und wahrscheinlich alles deshalb, weil es da so viel Ärger in Heimdall letzten Monat gab. Und da ist der Regierung aufgefallen, wie schnell und effizient sie die ganzen Bürger evakuiert hat. Ja, stimmt, das stand ja sogar in der Zeitung. Also Toas Name wurde zwar nicht erwähnt, aber... Ach, das erklärt es natürlich. Ja, im Endeffekt hat aber Klasse 7 viel mehr getan, als ich je hätte tun können. Und ich hatte ja noch die Hilfe von Angie und Crow. Ja, trotzdem, es war dank deiner Anweisung, dass wir in der Lage waren, uns aufzuteilen und so effizient agieren konnten.
wenn du dem Militär beitrittst, dann denke ich, wird aus dir eine hervorragende Kommandantin. Falls man eine Uniform findet, die klein genug für sie ist. Hey, jetzt hier mich nicht ärgern. Welchen Weg du auch einschlägst, viel Glück wünsche ich dir. Ich schätze, wir werden derweil irgendeine andere Exkursion erledigen. Aber ich drücke dir trotzdem die Daumen, dass die Dinge gut für dich ausgehen. Wenn man sich vorstellt, dass Rian zu den Kanonen hetzt, in dem Wissen, dass Toa gerade dadurch in Lebensgefahr schwebt, wahrscheinlich. Danke, Rian. Wow, 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 das sieht ja aber mir sehr nach einer Seifenoper aus hier. Oder nach einem Groschenroman, würde ich jetzt besser doch sagen, genau. Lass mich doch hier mal einschreiten und euch davor schützen, in irgendwelche schlecht geschriebene Fantasy-Geschichten reinzustolpern. Ach, und welche Geschichten meinst du, die du da liest? Hab ich irgendwas gesagt? Nein, lass das mal. Wenn ihr jetzt noch Fragen stellt, ermutigt ihr sie nur. Um jetzt mal das Thema zu wechseln, bevor alles aus dem Ruder läuft. Danke nochmal für den Test des Rades für uns. Hier, das ist für dich. Oh, danke schön. Und mit Sternchen, also ein seltener Quarz. Ja, ich war froh, dass ich helfen konnte. Ja, dann sehen wir uns später, Rian. Und viel Glück bei der Untersuchung des alten Schulgebäudes. Au revoir. Du bist die erste Person, die wir fragen, wenn wir nochmal wieder Hilfe brauchen. Aha. Hallo, Rian Schwarzer von Klasse 7 hier. Hier ist Sarah. Du bist doch gerade bei den Anfragen des Studentenrates, richtig? Ja, ich habe schon einige von ihnen erledigt und will jetzt nur noch den Rest angehen. Sehr schön. Es gibt da etwas, über das ich mit dir sprechen möchte. Also komm bitte zu mir ins Lehrerzimmer, sobald du kannst. Es wird keinen Einfluss auf deine Noten haben, falls du nicht kommst oder so. Es ist was ganz Persönliches. Also, später. Sie hat nicht mal meine Antwort abgewartet. Naja, dann sollte ich sie mal im Lehrerzimmer aufsuchen, sobald ich eine Chance dazu habe. Dann machen wir das auch mal. Beste Chance, die wir haben, ist ja jetzt. Warum ist hier noch ein Ausrufezeichen? Naja, Tastatur sieht so ein bisschen aus wie unsere. Das Riesenkabel hier. Ach, das erinnert mich an alte Zeiten. Okay, und hier kann ich jetzt noch Sachen kaufen. Das ist sehr schön. Vor dem Schulgebäude will ich mich noch in Ruhe ein bisschen ausstatten. Gut, wir haben gesagt, jetzt das Ausrufezeichen weg. Wir haben gesagt, Lehrerzimmer. Ah, da bist du ja.
Scheint ja alles reibungslos zu laufen mit dem Studentenrat. Ja, die meisten Sachen schon. Freut mich sehr zu hören. Ich bin beinahe fertig mit meinem langweiligen Papierkram für heute. Möchtest du mich in die Stadt begleiten? Du kannst mich auf ein paar Biere einladen, weil ich so ein... ja, so ein toller Lehrer bin. Also Dedicated heißt ja... Sie sieht das ja als Berufung an. Also sie ist der Sache sehr verpflichtet. Eine leidenschaftliche Lehrerin. Naja, das kommt auch wieder in den falschen Hals. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Naja, für ein paar Gründe... runzelt die Schule deswegen die Stirn? Ach, du hörst wohl nie auf, mich zu unterhalten, Rian. Neidhardt hat verlauten lassen, dass er euch Jungs, oder euch Leuten besser gesagt, ein spezielles Training letzten Monat gegeben hat. Warte mal, was? Ach so, du meinst den Schwimmunterricht? Ganz genau. Ich bin ziemlich erfreut, wie stark ihr eure Zeiten verbessert habt. Und dann, boom, finde ich raus, das ist alles nur, weil Neidhardt sich eingemischt hat. Ich bin immer noch sauer deswegen. Weißt du, wie ärgerlich es für mich war, als er damit direkt vor mir angegeben hat? Was stimmt denn nicht mit den beiden? Sie scheint wirklich in einem... Sie scheint ihn ja eine richtige Feindschaft mit ihm zu haben. Naja, wenn er das Spiel so spielen will, dann ziehen wir jetzt die Boxerhandschuhe aus, also beziehungsweise, naja, also quasi kämpfen wir jetzt mit harten Bandagen, genau das war das Wort, was ich suchte. Ich werde jetzt spezielle Stunden nur für Mädchen abhalten. Und du bist der Mann, der mir dabei aushilft. Ja, aber hast du nicht gerade gesagt, es wäre nur für Mädchen? Ja, aber ich brauche dich dafür, Rian. Ich muss dir all die Details, oder du musst mir all die Details verraten, was Neidhardt euch erzählt hat. Ach genau, das waren ja doch nur die Jungs. Genau, Schwimmunterricht war ja nur mit den Männern. Genau, und deshalb will Sarah das jetzt für die Mädchen auch machen. Und irgendjemand muss Sarah ja sagen, wie Neidhardt das angestellt hat, und deshalb müssen wir dahin. Du hast doch Zeit gerade, oder? Ich bereue es beinahe, aber tatsächlich, ich habe Zeit. Hervorragend. Dann reißen wir uns mal die Kleider vom Leib und ziehen unsere Badesachen an. Dann versammel mal die Mädels alle und sag ihnen, dass wir uns in der Sporthalle treffen. Und nicht schon wieder schwimmen. Können wir nicht nochmal gegen den Skelettdrachen kämpfen? Also, welche Art von Training machen wir denn heute hier? Ja, ich würde sagen Fechten, oder? Es ist nicht meiner Aufmerksamkeit entgangen, dass nur Mädchen hier sind. Also, was ist das für ein Training?
Was mir mehr Sorgen macht, ist der wandernde Blick eines bestimmten Jungen in unserer Mitte. Ja, Dinge passieren. Hört mir mal zu. Ausbilder Rian hier wird uns alle Geheimnisse verraten, die Neidhart den Jungs beigebracht hat. Wusstet ihr, dass er einen speziellen Workshop für sie abgehalten hat? Ärgert es euch nicht, dass niemand von euch da eingeladen war? Nö, eigentlich gar nicht. Denn so wie ich ihn kenne, war es bestimmt völlig sinnlose, verausgabende Übung. Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Er scheint der Typ zu sein, der langweilige Monologe hält und Macho-Trainingseinheiten und solche Sachen. Warum erzählst du uns nicht, wie du dich wirklich fühlst? Okay, dann beginnen wir mal mit dieser männlichen Methode. Und was beinhaltet das? Oh, das klingt ja cool. Ich hoffe, ich muss mir das jetzt nicht alles gemerkt haben aus dem letzten Kapitel, was wir da tun mussten. Aber ich glaube, wir haben uns einfach nur völlig verausgabt und sonst nichts gemacht, oder? Also die generelle Idee hinter der männlichen Methode ist, dass Leute mehr Einsatz bringen, wenn sie versuchen, einen Wettkampf gegen andere auszutragen. Also jetzt wird uns Rian, die Kampfmaschine, mal zeigen, wie das gemacht wird. Also, such dir mal jemand aus, mit dem du dich messen willst. Weißt du, nur Rian reicht völlig, danke. Okay. Das macht mir mal Angst, wenn Rian so Sachen sagt wie Sarah. Ich hänge jetzt eh fest, also kann ich ruhig das Beste draus machen. Spielt, glaube ich, eh keine Rolle, oder? Also, Alisa, macht es dir was aus, die Erste zu sein? Ich? Naja, wenn du drauf bestehst. Naja, es ist unser erster Wettkampf. Also, legen wir mal los. Ich glaube, ich muss mich mal bewegen. Damit ich den Bildschirm sehen kann. Dann könnt ihr mich nicht mehr so gut hören, aber das macht ja nichts. Nämlich keine Frage der Hände, das ist eine Frage der Augen. Wow, dann war ich wirklich nicht so eine große Herausforderung, oder? Ja, stimmt, vielleicht wäre es sogar gegen Vieh oder Laura viel härter gewesen, der Wettkampf. Ne? Das kann natürlich sein. Weiß nicht, wer ist die schlechteste Schwimmerin von uns? Wahrscheinlich Emma, oder? Ja. Na, ich weiß ja nicht, du warst ja mir dicht auf den Fersen die ganze Zeit.
Also, Rien, du solltest nicht tief stapeln, nur um zu versuchen, ihr Ego nicht zu verletzen. Also, kommen wir mal wieder zurück hierher. Wir sind noch nicht fertig, noch nicht mal annähernd. Also, was hat Neidhart danach mit euch Jungs gemacht? Naja, zuallererst sind wir halt gegeneinander geschwommen, genau wie jetzt gerade. Und danach hat er uns an unsere Grenzen geführt, indem wir immer wieder Bahnen schwimmen mussten und jeweils nur 30 Sekunden Pause hatten zwischen den Bahnen. Wenn es um die Entfernung geht, sind wir bestimmt über 5000 Arge geschwommen. Das ist doch verrückt. Na, das nenne ich mal Langstreckenschwimmen. Na, aber es klingt ganz richtig für eine normale Trainingseinlage. Ja, vielleicht für dich, Laura. Ach, die Entfernung spielt doch oder macht mir keinen Kummer. Aber ich will einfach nicht immer vor und zurück schwimmen. Das ist so langweilig. Wie wär's, wenn wir Tick spielen? Oh. Ja, ich bin dabei, wenn ihr anderen es auch wollt. Ja, klingt nach Spaß. Ja, da habe ich nichts gegen einzuwenden. Naja, ich hoffe dann mal, dass ein bestimmter jemand nicht das Spaß und Spiel ausnutzt, um unnötig herumzugrapschen. Jetzt beruhig dich doch mal. Du redest hier mit mir und nicht mit Crow. Ich bin sicher, es wird alles gut sein. Okay, dann sind wir also alle dabei bei einem unterhaltsamen Spiel von Tick. Uhu. Ich werde zuerst sein. Und so endete eine, ja, nervige Trainingseinheit in einem Badespaß. Unglücklicherweise für den armen Rian endeten seine Hände an einem falschen Ort zur falschen Zeit ein oder zweimal. Und dadurch erlangte er ewige Schande. Ist mir jetzt egal. Also, ist so lächerlich. Oder so japanisch. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier Schluss und gucken nächste Folge dann ins alte Schulgebäude und ich werde mich nochmal entsprechend vorbereiten, ein paar Quarze kaufen und so. Denn hier gibt es zum Beispiel noch schöne Sachen. Hier. Also genau, den Nightman haben wir zum Beispiel schon jetzt geschenkt bekommen.
Atelas wäre eine interessante Sache. Ich habe schon einmal Telas, aber ich könnte mir das noch ein zweites Mal kaufen. Dann habe ich das hier nochmal mit 80 extra EP. Und was gab es da sonst noch? Na, ich wollte mir auf jeden Fall so ein paar Rare-Sachen holen. Vielleicht auch dieses, genau. Firebell zum Beispiel. Dann haben wir nur noch halbes Delay, wenn wir Feuerzauber einsetzen und so weiter. Da bin ich mir aber noch nicht sicher, ob sich das lohnt. Weil ich ja flexibel sein muss. Das nützt mir ja nur was für Feuerzauber. Und jemand anders hat dann vielleicht was für Erdzauber oder so. Aber letztendlich werden wir doch hauptsächlich wahrscheinlich die hohe Magie dann irgendwie einsetzen. Und dafür gibt es diese Halbierungsquarze nicht. Jedenfalls nicht, dass ich sie schon mal irgendwo gesehen hätte. Aber das überlege ich mir noch. Ich zeige dann das Ergebnis. Und dann gehen wir ins Schulgebäude. Also bis morgen dann. Tschüss.